Bist du selbstständig und möchtest deinen Geschäftspartnern gerne etwas schenken? Wenn ja, gibt es ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Was das genau ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und irgendwann möchte man seinen Geschäftspartnern ja vielleicht auch mal was schenken. Und das ist buchhalterisch und steuerlich gar nicht so trivial, weil du nicht jedes Geschenk einfach unbegrenzt steuerlich für dich geltend machen kannst. Man unterscheidet bei Geschenken an Geschäftspartnern quasi drei Gruppen an Geschenken. Die erste Gruppe sind Geschenke bis 10 Euro. Die nennt man auch so Streuwerbeartikel. Was kann man darunter sich vorstellen? Das sind zum Beispiel Kugelschreiber, Notizblöcke, Zollstöcke, USB-Sticks. Die kannst du quasi ohne Limit einfach deinen Geschäftspartnern zukommen lassen und ihnen schenken. Und du kannst den Einkauf dieser Geschenke auch voll steuerlich geltend machen. Was heißt das, voll steuerlich geltend machen? Du kannst die Ausgaben als Betriebsausgabe buchen und hast auch einen Vorsteuerabzug. Die zweite Gruppe an Geschenken für Geschäftspartner sind Geschenke zwischen 10 Euro und 35 Euro. Bei diesen Geschenken hast du genau wie bei den Streuwerbeartikeln die Möglichkeit, die Anschaffung als Betriebsausgabe abzusetzen und hast auch einen Vorsteuerabzug. Der Unterschied zu den Streuwerbeartikeln ist aber, dass diese Geschenke zu einer Einnahme und einem Vermögenswachstum bei dem Beschenkten führen. Der Beschenkte bekommt ja jetzt etwas und muss dieses Einkommen, also Sacheinkommen, muss darauf eine Steuer bezahlen. Das ist natürlich zugegebenermaßen ziemlich ärgerlich, wenn du deinem Geschäftspartner eine Freude machen willst und du zwingst ihn dadurch Steuern zu bezahlen. Das heißt, wenn du irgendwelche Geschäftspartner gar nicht magst, dann schenk ihnen irgendwas und zwingen sie dadurch Steuern zahlen zu müssen. Meistens möchte man das nicht und deswegen hast du die Möglichkeit, dass du die Steuer für deinen Geschäftspartner übernimmst, dann muss der Geschäftspartner steuerlich überhaupt gar nichts mehr beachten. Damit du die Steuer für deinen Geschäftspartner übernehmen kannst, musst du ja aber den persönlichen Steuersatz deines Geschäftspartners kennen. Du weißt ja nicht, ob er 10%, 20% oder 40% Steuer zahlen muss. Und damit du das Ganze nicht nachfragen musst, weil das auch ein bisschen komisch ist, hat die Finanzverwaltung eine pauschale Steuer auf diese Geschenke eingeführt. Du kannst pauschal 30% an das Finanzamt abführen und damit quasi den Beschenkten komplett befreien und der muss der Beschenkte sich um keinerlei steuerliche Abwicklung mehr kümmern. Schauen wir uns dazu einfach mal ein Beispiel an. Was sind so typische Geschenke, die ich meinem Geschäftspartner geben könnte, die zwischen 10 Euro und 35 Euro kosten? Das wäre zum Beispiel eine Powerbank, ein T-Shirt oder aber auch eine Flasche Wein oder eine Flasche Sekt. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass ich einem meiner Geschäftspartner diese Flasche Sekt zum Geburtstag schenken möchte. Die kostet mich im Einkauf netto 15 Euro. Natürlich ist das der Nettopreis und ich zahle den Bruttopreis. Das heißt, 15 Euro plus 2,85 Euro ist der Kaufpreis für mich. Das heißt, 17,85 Euro zahle ich an den Weinhändler. Diese 17,85 Euro, da habe ich erstens den Vorsteuerabzug und darf auch die Anschaffung quasi als Betriebsausgabe steuermindernd geltend machen. Und das ist die Grundlage für die Berechnung der Steuer. Das heißt, mein Geschäftspartner bekommt Sekt im Wert von 17,85 Euro. Da ich nicht möchte, dass mein Geschäftspartner an seinem Geburtstag jetzt noch pauschal Steuern auf sein Geschenk zahlen muss, übernehme ich 30%. 30% von 17,85 Euro sind 5,36 Euro. Das heißt, ich führe für dieses Geschenk 5,36 Euro an pauschaler Besteuerung für Geschenke ans Finanzamt ab. Und der gesamte Vermögenszuwachs, den mein Geschäftspartner quasi durch diese Flasche Sekt erlangt, ist 17,85 Euro plus 5,36 Euro sind 23,21 Euro. Das ist quasi der gesamte Vermögenszuwachs, den mein Geschäftspartner erhält durch diese Flasche Sekt. Bei der Berechnung der 35 Euro gibt es zwei Dinge, die du noch beachten solltest. Das erste ist relativ kurios und zwar ist die Frage, ob die 35 Euro der Nettoeinkaufspreis oder der Bruttoeinkaufspreis ist. Und das Finanzamt sagt da, naja, wenn du vorsteuerabzugsberechtigt bist, dann sind die 35 Euro netto. Dann ist wirklich nur der Nettoanschaffungspreis, das heißt eigentlich 35 Euro plus Umsatzsteuer, das ist das, was du an deinen Geschäftspartner schenken darfst. Anderer Meinung ist der BFH, das heißt der Bundesfinanzhof. Und die Gerichte sind ja normalerweise eher so ein bisschen mehr auf der Seite des Steuerpflichtigen als das Finanzamt, ist in diesem Fall aber anders. Der BFH sagt, nee, die 35 Euro sind der Bruttobetrag und sind damit strikter und härter als die Finanzämter. Für dich im Alltag hast du ja meistens mit den Finanzämtern zu tun. Deswegen wäre meine persönliche Empfehlung, nimm die 35 Euro als Nettogrenze. Wenn du aber 100% sicher sein möchtest und auch ausschließen möchtest, dass du da irgendwann mal später irgendwelche Diskussionen bekommst, dann nimmst du die 35 Euro quasi als Bruttobetrag und schaust, dass die Geschenke nicht über 35 Euro brutto liegen. Der zweite Aspekt, den du unbedingt beachten solltest, ist, dass diese 35 Euro pro Jahr pro Geschäftspartner zählen. Das heißt, du brauchst einen Überblick, welchen Geschäftspartner du wie oft pro
Jahr etwas schenkst, weil du insgesamt unter 35 Euro liegen musst. Wenn du diesen Sekt so sehr magst, dass du dem Geschäftspartner zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern und zum Jubiläum so eine 15-Euro-Flasche Sekt schenken möchtest, dann bist du pro Jahr ja bei 4 mal 15 Euro, das heißt bei 60 Euro. Und das führt dazu, dass alle Geschenke nicht abzugsfähig sind. Um da einen Überblick zu behalten, solltest du alle Geschenke, die du an Geschäftspartner und Kunden machst, unbedingt dokumentieren und aufschreiben, um anschließend auch nachweisen zu können, dass du unter den 35 Euro bleibst. Sonst verliert man da schnell die Übersicht. Wie du es von uns gewohnt bist, haben wir dir dafür eine Vorlage erstellt. Die findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt. Die kannst du dir gerne kopieren und einfach für dich nutzen. Die dritte Gruppe an Geschenken sind Geschenke über 35 Euro. Das heißt, den Sekt können wir wegpacken. Der kostet unter 35 Euro. Bei Geschenken über 35 Euro ist die Handhabung auch relativ einfach. Und zwar hast du bei Geschenken über 35 Euro nicht die Möglichkeit, die Vorsteuer zu ziehen und darfst sie auch nicht als Betriebsausgabe absetzen. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, und wie ist das mit dem Vermögenszuwachs, den der Beschenkte hat? Weil es kann sich ja trotzdem lohnen. Vielleicht bin ich Immobilienmakler und ich arbeite an großen Projekten und da lohnt es sich vielleicht eine Uhr für 5.000 Euro an meinen Geschäftspartner zu verschenken, weil das dafür sorgen wird, dass ich Millionen Umsatz mache. Das kann ich ja trotzdem entscheiden, auch wenn ich sie nicht in der Buchhaltung berücksichtigen kann. Du kannst alle Geschenke bis zu 10.000 Euro auch pauschal versteuern. Bei über 10.000 Euro geht auch das nicht und dann muss der Beschenkte die Steuer abführen. Ich hoffe, du hast durch dieses Video ein bisschen Klarheit gewonnen und weißt jetzt, wie du deinen Geschäftspartnern Geschenke machen kannst. Wenn du jetzt sagst, Mensch, ich bräuchte einen Steuerberater und der Typ da im Video, der ist irgendwie relativ sympathisch, vielleicht macht der ja genau das, was ich brauche, dann schau dir doch hier einmal unser Angebot an. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Wenn du weitere Fragen hast und vielleicht auch mehr mit uns im Austausch sein möchtest, dann schau dir mal dieses Video an. Du kannst natürlich auch weitere Videos anschauen, die wir produziert haben. Findest du zum Beispiel hier. Das ist halt so typisch ein Kugelschreiber, ein Zollstock, ein USB-Stick, nochmal ein Kugelschreiber.